So Leute, willkommen zurück hier bei Fallout New Vegas Old World Blues. Da haben wir einen Lagerschrank, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, da könnten wir uns Munition basteln. Wir müssen irgendeinen Scheiß mit unserem Dingens hier tun, aber was? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir ein bisschen Wasser, können wir uns wieder mitnehmen. Ach, da hätten wir auch noch. Nehmen wir mit, natürlich. Mit unserem Schallemitter. Was stand denn da? Ich schaue jetzt mal rein in die Aufgaben. Aufgaben. Aktivieren Sie den grundlegenden Infiltrationstest und damit beginnen, den Tarnanzug zu initialisieren. Was? Ja, dann machen wir das mal. Warum nicht? Warum nicht? Machen wir das mal. Nee, hier bin ich falsch. Ich wollte unten raus. Big MT hier. So, nach X13. Darüber. Da müssen wir noch was tun. Für unseren Tarnanzug. So, ich hoffe, dass der so eine geile Funktion hat wie in Fallout 3, die Stealth Suit. Also, ich hoffe es mal. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. So, hier rum. Und da geht's dann da durch diese Tür. Hallo. Hier ist niemand. Das ist mir unheimlich. So, Aufzug zur Testkammer entriegeln. Und Testlabor. Also speichern und rein. Datenerfassungsfeld online. Ja. Bitte verwenden Sie das unten stehende Terminal, um die Benutzersynchronisierung zu beginnen. So, was haben wir hier jetzt? Serverschnüffler. Nachtpirscherforschung. Versand nur die Testsubjektbeobachtungen. Brauchen wir eigentlich nichts. Was haben wir da drin? Da haben wir ein bisschen Verkorken und ein bisschen Vorkriegsgeld. Das können wir immer brauchen. So, noch scheint hier alles friedlich zu sein. Und das ist mir unheimlich. Wenn es zuerst friedlich ist und dann... Ach, nehmen wir gleich alles mit. So. Kommt das Zeug, dann wird es meistens hart. So, da ist nix, da haben wir nix. Klemmbrett, da ist nix. Was haben wir hier drin? Metallkiste. So, schauen wir mal rein. Korken, Kaliber 20 Patronen. Vorgezählt. Ja, wo müssen wir denn hin jetzt? Hä? Ach, wir müssen da runter. Da, super. Ich muss mal kurz... ich muss hier mal kurz unterbrechen. So, bin schon wieder da. Das Klo hat kurz gerufen. Hopp. So, was haben wir hier? Belohnung, Safe. Testterminal. Testauswahl. Grundlegender Infiltrationstest starten. Dies ist der grundlegende Tarntest. Die Roboter werden uns suchen, aber wir werden nicht zulassen, dass sie uns finden. Und wie? Fehlschlag bemerkt werden. Erreichen Sie das Büro des Administrators und stehlen Sie das Dokument, ohne bemerkt zu werden. Hart. Und... Wie soll das funktionieren? Ha, das ist ja mal. Oh, da ist ja schon einer. Sonst müssen wir hier einfach nur außen rumgehen, oder wie?
Da ist ja einer. Mach hier die Tür zu. Ah, jetzt fährt er wieder zurück. Hallo. Gehe ich mal hier entlang. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ha. Schauen wir mal auf die lokale Karte. Ach, da runter. Tja. Oh. Schade. Wir wurden von den Robotern entdeckt. So, wenn du zurück zum Terminal gehst, um den Test neu zu starten, werde ich nächstes Mal nicht versagen. Ja gut, jetzt suchen wir uns mal den Weg, wo wir hier überhaupt lang müssen. So, oh, da haben wir Korken. Wunderbar. Da haben wir auch Korken. Da haben wir auch Korken. Hier werden wir ja noch richtig reich hier. So. Da oben nix. Hier nur Kühlschrank und oh. Rezept der Schleichfertigungskeitsbuch. Wo müssen wir denn hin? Hallo, Sir. Ja, hallo. Nee, das Büro war da irgendwo. Müssen wir da wahrscheinlich da die Treppe rauf. Hätten das noch niemand so unbemerkt war wie ich? Ach, halt die Klappe. Und hier dann. Da wahrscheinlich her, vermutlich mal. Hier, so. Da irgendwie. Oder hier rein. Oder, ach, keine Ahnung. Oder hier rüber. Kann ich die nicht einfach abknallen? Da würden sie mich nie mal sehen. Ja, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Ob wir hier noch was finden. Terpentin. Das brauchen wir mal sicher nicht. Ein Sensormodul auch nicht. Da haben wir noch einen Computer, ein Terminal. Braucht man nix. Kernspaltungsbatterie, Kuchen. Nein. Haben wir noch eine Truhe mit Wunderkleber. Wunderbar. Da haben wir auch noch eine Truhe. Was ist da drin? Korken. Und hier. Ja, nix. Ja gut, also wir haben jetzt mal alle Türen geöffnet. Dann. Da hinten ist auch noch ein Schreibtisch. Egal. Ist mir jetzt wurscht. Da haben wir noch eine Tür. Tja, unendlich viel Wege. Na, egal, ich hüpfe jetzt hier runter. Wupp. Aktenschränke, Kork. Oh, schön. Und was soll das Zeug? Der Wandsafe des Administrators. Ach, hier müssen wir her. Na gut. Das werden wir doch irgendwie schaffen. Und, ach genau, wir haben ja Stealth Boys. Ja, mit denen müssen wir eigentlich doch schön gemütlich vorbeilaufen können. Das werden wir mal probieren. Vorkriegsbuch, Apfel. So, wo haben wir denn hier? Okay, ich muss also hier rein. Hallo, Sir. Ja, hallo. Probieren. Gut, wo bin ich hier auf der Karte? Auf der Karte bin ich hier. Und zum Aktivieren geht's wo? War das da? Nee. Verdammt, wo war das? Da muss ich rein. Und hier irgendwo können wir aktivieren. Wo war das? Och, da war ja auch noch ein Weg. Ja, wo ist denn das jetzt? Da drüben. Da, da, da. Da. Alles da, da, da.
Test Area. Okay, also hier raus. Hier rüber an dem vorbei und hier rein. Hallo, Sir. Ja, das müsste doch zu schaffen sein. Da gibt es ja eh einen kürzeren Weg, einfach hier raus. Da raus und da rein. Ja, wenn das alles ist, dann sollte das eigentlich nicht so ein Problem werden. Ja, haben wir noch Munitionskisten. Ha. Packt man natürlich alles ein und H-Klammern. Yes. Metallkiste. Und Altmetall. Gut, dann speichere ich jetzt mal hier. Speichern. Aktivieren. Ja. Das sollte kein Problem sein, sofern ich nicht wieder versage. So, und jetzt haue ich hier mal den Stealth Boy rein. So, und jetzt schleichen wir so Splinter Cell-mäßig. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Lalala. Lalala. So, das ist. Testdaten verarbeitet. Test abgeschlossen. Firmware auf Version 1.1 aktualisiert. Wunderbar. Stiefeldämpfungssensoren online. Wunderbar. So, Ihre Aufwandsentschädigung wurde im Belohnungssafe neben dem Testterminal platziert. Gratulation. Diagramme für den Tarnanzug MK2 wurden zur Denkfabrik hochgeladen. So. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Und, Skorpione. Ach nee. Böse Roboter. Böse, böse Roboter. Es ist technisch unmöglich, eine Überdosis Schmerzmittel zu nehmen. Aha. Achtung. Super. Fertig. Kämpfen. Ach, ja, okay. Wir machen zuerst mal den Level ab. Das ging aber jetzt schnell, so. Und zwar, wenn wir hier mal auf Energiewaffen hier mal ein bisschen... Ah, ich wollte Sprache auch noch. Gut, dann machen wir hier mal 10 Punkte. Schleichen machen wir 2 Punkte. Und auf Energiewaffen machen wir 5 Punkte. So, fertig. Bösewichte wurden besiegt. Bösewichte wurden besiegt. Ich habe ja noch Elendswil auf dem Radar. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Der hier, wer hier? Ah, wir schalten sie einfach mal alle aus. Bringt auch wieder ein paar Erfahrungspunkte. Oh, daneben. Bösewichte wurden besiegt. Achtung, fertig, kämpfen. Und was denn jetzt? Och nee, bin ich wieder verkrüppelt. Ist doch gar nicht. Der schießt auf den Robo. Der Arsch wehrt sich nicht mal. So, jetzt komm her. Und tot. Jawohl, so. Das war's. Was ist denn unsere Aufgabe jetzt wieder? Daten. Aufgabe. Schließen Sie alle X13-Tests ab. Ja, dann könnten wir vielleicht noch unsere Dings noch ein bisschen tunen hier. Unseren Anzug. Das wäre doch gar nicht schlecht. So. Verkrüppelung geheilt. Und natürlich schließen wir alle X13-Tests ab. Ist doch eh klar. So, dann speichere ich hier mal, mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, bis dann, Leute. Tschüss.